Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen Abend Ihnen zu Hause, selbstverständlich auch und natürlich auch Ihnen hier im Studio. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir am Beginn dieses sehr bewegten Jahres etwas ganz Besonderes machen wollen. Und zwar mit zwei Männern, die exzellente Politikerklärer sind. Deshalb wir mit Ihnen beiden heute ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen wollen. Schon in seinem allerersten Buch, nämlich in seiner Doktorarbeit, hat er sich damals mit Frau Merkels Gespür für Macht beschäftigt. Sein letzter Bestseller wiederum heißt Restlaufzeit, was nichts mit Angela Merkel zu tun hat. Mit Blick auf die neuerliche Kanzlerkandidatur warnt er, die letzte Amtszeit von Langzeitkanzlern wird immer schrecklich, denn Kanzlerjahre zählen wie Hundejahre, nämlich siebenfach. Er wiederum ist mit Blick auf dieses irre Jahr mit dem sehr schönen Satz zu zitieren, Achtung, mich erschüttert immer noch, dass da in Amerika jetzt einer Präsident ist, dem man in Deutschland nicht mal einen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Und er sagt mit Blick auf Deutschland, die Gesellschaft ist polarisiert wie seit Ende der 60er Jahre nicht mehr. Herzlich willkommen Hajo Schumacher und dem Verleger Wolfram Weimar. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Ja, dann ein Mann bei uns zu Gast, der mal gesagt hat, immer wenn ich einsam bin, dann backe ich Käsekuchen und hole mir das Gefühl von zu Hause zurück. Ja. Dabei kann er gar nicht backen, wie wir alle wissen. Aber darum geht's auch gar nicht. Nein, es geht um die Frage, ob einer wie er das überhaupt kann, so zu Hause rumsetzen. Denn unter allen Hyperaktiven ist er der Hyperaktivste, macht Kochbücher, jetzt gerade wieder, macht Fernsehsendungen, hat sich mittlerweile ein richtiges Kochimperium aufgebaut, inklusive des Versuchs, ein Restaurant in New York zu eröffnen. Das ging katastrophal daneben. Und auf die Frage, was denn der Fehler gewesen sein, gab er die schöne Antwort, der Fehler bin immer ich. Herzlich willkommen, Tim Melzer. So, und dann ein sehr ungewöhnlicher Mann bei uns, der mal Postflieger in Kamtschatka werden wollte. Glücklicherweise wohnt da kaum einer, also kein Beruf wirklich mit Zukunft, weshalb er beschloss, Philosoph zu werden. Wenn er auf der Bühne steht, um die Welt zu erklären, kommen an manchen Abenden bis zu 15.000 Menschen. Titel des aktuellen Programms, die Invasion der Verrückten, was keine Anspielung auf Donald Trump ist. Stattdessen bringt er den Leuten die Welt der Physik zum Beispiel näher und erklärt so verrückte Sachen wie den Parabelflug. Zitat, du kannst nicht beim Schützenfest hinterm Zelt bis zum Mond pinkeln, denn irgendwann holt dich die Erdanziehung ein. Das ist Parabelflug. Herzlich willkommen, Paul Panzer. Ich freue mich sehr. So, und von Paul Panzer stammt übrigens auch der interessante Satz, als Frauen anfingen nachzufragen, ging's bergab. Die Frage ist nur, für wen? Denn als sie anfing nachzufragen, ging's erst richtig los und den Amis verging Hören und Sehen. Eine Radiosendung machte sie zur berühmtesten Sexualtherapeutin der Welt. Niemand hatte jemals vorher so direkt über Sex gesprochen wie sie. Sex ist eine Pflicht, und zwar eine Pflicht des Ehemannes, lautet ihre wichtigste Regel. Und es gibt eine wunderbare Anekdote. Als eines Tages Bianca Jagger zu Gast war, fragte sie, wer ist Bianca Jagger? Antwort, die Frau von Mick Jagger. Frage von ihr, wer ist Mick Jagger? Herzlich willkommen also einer Frau, deren Start ins Leben schwer war und die deshalb so wurde, wie sie ist, Dr. Ruth Westheimer. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herrlich. Oh, großartig. Also, bevor wir gleich über Politik reden, schönen guten Abend nochmal. Freue mich wirklich sehr, dass Sie alle da sind. Und ich muss gleich zu Beginn eine Warnung an Sie loswerden, Frau Wester. Das wird sehr hart zwischen diesen beiden Herren heute hier. Das ist ein Wahnsinn. Speziell vor ihm sollten Sie sich in Acht nehmen. Hab ich schon gemerkt. Haben Sie schon gemerkt? Hab ich schon gemerkt. Herr Schegel, ziehen Sie die Jacke aus, damit man das Hemd sieht. Ja? Ja. Möchten Sie das? Ja. Aber nein. Nur die Jacke. Nur die Jacke? Ja, nicht sonst. Bin ich sonst. Mehr hätte ich auch nicht. Nur die Jacke, ja? Okay, da ist noch ein Mikrofon dran. Ich hab keinen Ton mehr.
sehr einfach zu begeistern, das Publikum hier heute. Ja. Aber Frau Westheimer, darf ich fragen, warum Sie dieses Hemd so fasziniert? Es ist von ausnehmender Hässlichkeit, das muss man sagen. Weil er den Mut hat, so ein so was Hemd Hässliches zu tragen. Absolut. Nein, es ist gar nicht hässlich. Es ist sehr schön und es ist mal was anderes. Es ist nicht mit Krawatte. Ja, das ist sehr schön. Die erste Frau, die das verstanden hat. Ja, absolut. Dafür muss man 88 Jahre alt sein. Mit 88 erträgt man auch solche Hemden, das verstehe ich gut. Also, freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Extra aus New York zu uns gekommen. 88 Jahre alt ist diese Frau, die hier heute bei uns sitzt. Das sollten wir noch mal würdigen. Und ich würde gerne gleich zu Beginn Wolfram Weimer und Hajo Schumacher fragen. Was war es für Sie beide, vielleicht für Sie gleich zu Beginn, Herr Weimer, was für Sie, war für Sie das bedeutendste, wenn wir ein bisschen zurückblicken, politische Ereignis dieses Jahres? Naja, es war für uns Medienleute ja kein einfaches Jahr, weil das folgte irgendwie so nach dem alten Spruch von Nestroy. Wir hörten immer das Gras wachsen, in das wir hinterher beißen mussten. Und wir lagen häufig mit unseren Prognosen falsch. Und natürlich war das wichtigste weltpolitische Ereignis die Wahl von Donald Trump. Sie haben das ja angedeutet. Aber das ist schon eingebettet in einen globalen Rechtsrock. Ich glaube, wenn man hinterher fragt, was bleibt von diesem Jahr, dann war das fast eine historische Zäsur. Denn alles, was wir erlebt haben, Brexit, AfD-Erfolge, Le Pen, Ungarn, Polen, ganz Europa kippt so ein bisschen nach rechts, dann ist das ein globaler Rechtsrock. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, worunter man dieses Jahr subsumieren kann. Und vielleicht wird man später mal sagen, wenn man so an 1968 zurückdenkt, das war irgendwie das Schlüsseljahr einer linken Bewegung. Das glaube ich, die Konservativen sagen 2016, das war unser Jahr. So das Erweckungserlebnis sozusagen. Ja. Sehen Sie das genauso, Herr Schumacher? Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit den globalen Riesenzusammenfassungen und Erklärungen. Aber lass uns dann vielleicht die anders gute fragen. Nachricht ist ja erstmal auch politisch. Hey, es geht weiter. Ja, wir haben mindestens 5-mal in diesem Jahr gehört, dass die Welt untergeht. Und die Sonne ging immer wieder auf. Und sie ging immer wieder auf. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieses Jahr jetzt ein besonderes ist. Das nächste wird womöglich noch viel spannender. Und ich wäre wahnsinnig dankbar, wenn wir so ein bisschen mit unserer allgemeinen Aufregung, egal in welche Richtung, ein ganz klein bisschen runterkommen. Es gab gut viel Gelegenheit, ne? Sich da mal zu hinterfragen. Ich meine, als der Brexit kam, sollte die Welt untergehen, was nicht passierte. Die Börsen sollten zusammenbrechen, alles. Nichts passiert. Als Donald Trump Präsident wurde, gingen die Börsen rauf. Also zumindest die Betonaktien gingen, glaube ich, hoch. Und das letzte war die Italiener vor dem großen Referendum. Auch da hatte man uns gesagt, wenn das schief geht, dann ist es endgültig soweit. Und zack, sind wir morgens wieder aufgewacht. Ja, nur gut, aber die Börse ist halt nicht alles. Die Börse erträgt im Moment viel und wir haben eine Nullzinspolitik, deswegen steigen Aktienkurse manchmal, obwohl man gar nicht weiß, warum. Mhm. Aber wenn man es politisch betrachtet, ist es natürlich schon ein Erdbeben, was wir erlebt haben. Dass aus unserem europäischen Haus die Engländer einfach mal sich verabschieden und sagen, wir ziehen da aus. Das ist natürlich eine historische Zäsur. In weiten Teilen der Welt interessiert das keinen Menschen. Ja, aber es interessiert das ist unser China, europäisches in Südamerika, Haus. In Indien. Ja, wir haben eine ganze Generation in diesem europäischen Haus gebaut. Sicht. Und dass dann auf einmal eine Volksabstimmung stattfindet, da sagt die Mehrheit, oh, tschüss Europa, ist schon ein Schlag ins Kontor. Und dass ein Rechtsausleger wie der Donald Trump wirklich die Mehrheit gewinnt, wir hätten es doch nicht für möglich gehalten. Dass wir in Deutschland Wahlen haben, wo die AfD, wo man am Anfang dachte, das ist vielleicht wie die Schill-Partei oder wie die Piraten oder wie die Republikaner, dass sie jetzt in Landtagswahlen die SPD überholen, am Ende sogar die CDU überholen in Landtagswahlen, das hätten sie auch nicht für möglich gehalten. Und natürlich ist das eine tektonische Verschiebung der politischen Platten und es bleibt nicht ohne Folgen. Werden die bleiben, um das einmal ganz kurz abzuhacken, weil man, ich finde, wir haben in diesem Jahr sehr viel über diese Partei geredet. Irgendwann ist auch mal gut. Also über 20% so viel zu reden oder auch 10%, das hat es, glaube ich, so auch noch nicht gegeben. Ich glaube, das ist genau die Gefahr, dass alle klassischen Parteien jetzt nur noch auf diese eine Partei gucken und alles, was sie tun, danach ausrichten. Das hieße, denen auf den Leim zu gehen. Also man muss sie nicht emotional oder moralisch, sondern politisch stellen. Was sind eure Angebote? Was habt ihr vor? Wie ist das finanzierbar? Und wir wissen von vielen anderen Parteien, egal ob rechts oder links, in dem Moment, wo sie in den Parlamenten sind, wo sie diese tägliche Kernarbeit mit Anträgen und Ausschüssen und einigermaßen ordentlichem Verhalten abliefern müssen, das ist eine ziemliche Herausforderung. Wir kennen das von der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, der frühere
frühere Anführer, macht jetzt eine Kneipe auf Malle. Also weil er Burnout hat, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Und immer, wenn es um Dienstwagen und um Posten und um Status geht, da zeigen sich die moralisch ganz besonders hochstehenden Herren dann auch von ihrer anderen Seite. Das also ist ja immer das Schöne, dass das auch alles immer zwei Seiten hat. Aber lass uns noch einmal kurz zurück zum Ausgangspunkt. Sie sagten, und das ist ja tatsächlich etwas, was wir wahrgenommen haben, die Welt ist zumindest sehr bipolar geworden. Also es gibt irgendwie, das ist so das Gefühl vieler Menschen, es gibt da draußen nur noch Schwarz und Weiß. Es gibt Hass oder Zuneigung, aber es gibt nichts mehr dazwischen. Woher kommt das? Man könnte es ja auch als, also, als eine Rückgewinnung von demokratischer Offenheit erklären. Aber nicht, ist das offen, nicht, wenn du dem anderen ständig sagst, wie doof er ist? Jahrelang haben wir beklagt, das ist noch die nettere Formulierung. Dass wir nur eine uniforme Meinung haben, dass alles im Mutti-Merkel-Deutschland einschläft politisch, dass sich für Politik eigentlich niemand interessiert. Die Wahlbeteiligung ging zurück. Zumindest ist es jetzt so, es wird wieder über Politik diskutiert. Stimmt. Es gibt wieder Argumente, es gibt wieder Richtung. Aber gibt es Mund? Und es wird auch nicht mehr über Mutti geredet. Mutti war eine ganze Weile, das war ja auch das Insignium für das entpolitisierte Deutschland. Jetzt ist Mutti schon ein bisschen Tante und die Kinder sind in der Pubertät und sagen, hey Mutti, wir hinterfragen dich, wir suchen eine eigene Identität, wir folgen dir nicht immer. Und die Gesellschaften sind in Bewegung. Ich glaube nur, das ist eben anders als bei NPD oder Republikanern, weil es wir hier mit einer Bewegung zu tun haben, die alle westlichen Länder erfasst. Osteuropa, Westeuropa, USA. Und deswegen ist es ein größerer zeitgeistiger Umschlag. Mhm. Und deswegen halte ich schon dieses Bild, dass das zeitgeistige Pendel, was 68 eben nach links geschwenkt ist, dass es jetzt in die andere Richtung schwingt, da ist was dran. Es gibt zwei Phänomene, die mir ein bisschen Sorgen machen. Das eine ist, wir Journalisten haben im letzten Jahr, glaube ich, eines gelernt, dass wir auch so in unserer eigenen Wahrnehmungsblase, gerade ob das in Berlin oder in Washington ist, kein Unterschied. Und es gibt einfach Menschen da draußen im Lande, die funktionieren anders. Mhm. Und wenn die Klimaschutz hören, dann denken die nicht, oh Gott, die armen Eisbären, sondern die denken, hey, mein Job in der Industrie ist gefährdet. Oder wenn die autonomes Fahren hören, was wir Technikfreaks total super finden, dann denken die als Busfahrer, als Taxifahrer, absolut, als Lastwagenfahrer, mein Job ist gefährdet. Das heißt, es gibt einfach zwei Deutschlands. Und wir Journalisten, da spreche ich jetzt einfach mal für alle, haben es immer mit so einer gewissen Arroganz und Ignoranz zur Kenntnis genommen, dass diese Menschen einfach Angst haben und manchmal auch zu Recht. Und dann immer von Verlierern und Abgehängten und Prekariat und Assis zu reden, das ist einfach ein riesengroßer Fehler. In Amerika, White Trash, ja, was übersetzt. White Trash, das ist ein ganz harter Begriff, finde ich. Fand ich immer schon. Überall so wird auf Müll, Political Correctness Wert gelegt. Das gilt dann aber auch für alle, dass man einigermaßen anständig miteinander umgeht. Mhm. Ja, das heißt überhaupt nicht, dass ich das politisch richtig finde. Es ist nur eine Frage des Umgangs miteinander. Und dann sind wir auch bei dieser Polarisierung. Je mehr ich die eine Gruppe disse, desto mehr schlägt sie zurück. Und das gilt für beide Richtungen. Das andere, was ich als Journalist habe lernen müssen, ich war durchaus mal, Wolfram Weimar hat es gesagt, die Piraten gab es auch mal, die Älteren erinnern sich. Die sind angefangen mit dieser etwas romantischen Einstellung, oh, dieses Internet, das ist toll. Mehr Demokratie, mehr Transparenz, die Bürger informieren sich, können jeden Tag über alles abstimmen. Mhm. Jetzt lernen wir, es ist eine gigantische Dreckschleuder, insbesondere Facebook. Man kann dieses Medium einfach total missbrauchen, siehe Trump, um alle Menge von Lügen und Fake und sonst was in die Welt zu pusten. Dafür haben wir noch überhaupt keine Antwort. Wir haben uns in den 80er Jahren über Medienpolitik, über Konzentration, über Monopole und sowas unterhalten. Wir haben noch überhaupt keine Art und Weise, damit umzugehen. Da ist was entfesselt. Wir etablierten Medien sind inzwischen so eine Randveranstaltung und das ist mir oder noch etwas unheimlich. Oder triggern das teilweise. Das kommt noch dazu, ja. Also du gibst dann... Herr Weimar. Also da wäre ich jetzt nicht so besorgt. Ich finde, wenn die Gesellschaft offen mit sich streitet und debattiert, dann gehört das zur demokratischen Kultur dafür. Da stört mich eher, wenn bestimmte Teile der Politik sagen, oh, wir müssen da genau hingucken, wir können das vielleicht zensieren oder man muss da Einhalt gebieten. Hallo, wir hatten jahrelang, gab es von links sogenannte Hasskommentare. Es war eine aggressive Stimmung aus bestimmten Milieus. Das hat die Gesellschaft auch ertragen. Und irgendwann war das Teil des politischen Kommands. Wenn nun auf einmal von der anderen Seite die Debatte heißer wird, dann finde ich, kann unsere Demokratie das gut ertragen. Sobald wir ein Instrumentarium haben, dass wenn man über die Stränge schlägt, dagegen auch, wir haben Gesetze. Üble Nachrede, Beleidigung, Volksverhetzung. Sorry, Trump hat seine Wahl selbst anders gewonnen. Der hat sie mit Fake Sides und wir sind ja nun nicht in Amerika, wir sind in Deutschland. Und hier herrscht eine andere politische Kultur. Und deswegen,
Ich will mich nur dagegen verwahren, dass wir nun nach dem Zensor rufen, dass wir die Parteien zum Richter unserer Meinungsbildung machen. Mhm. Da kämpfe ich eher für die Freiheit des Wortes, absolut, die Freiheit des Austausches. Und auch wenn im sogenannten Internet auf einmal sich gestritten wird, ja, so what, das gehört dazu. Es geht nicht um Streiten, es geht um das Verbreiten von Lügen. Das ist schlicht was ganz anderes. Ja, also das, was Trump zum Beispiel sehr bewusst gemacht hat, beziehungsweise sein gesamter Medienapparat mit Brennan und Breitbart und so weiter, das war das in die Welt setzen. Der Chefstratege von Donald Trump. Inzwischen der Chefstratege, das ist das absichtliche in Umlauf bringen von Falschmeldungen, die dann einfach millionenfach geteilt werden. Und dann entstehen diese Filterblase und diese Warnungs... Ich sage einfach nur mal, dieser Pizza-Vorgang, ja, diese angebliche Pizzeria, in der Hillary Clinton einen Kinderpornoring in geheimnisvollen Gängen. Auf einmal steht da ein Mann mit einer Knarre drin in dieser Pizzeria, weil er diese Geschichte, die millionfach geteilt worden ist, für wahr hält. Ja. Das ist keine demokratische Auseinandersetzung mehr, sondern das überschreitet alle Grenzen auch der Gesetze. Können wir ganz kurz Und Sie merken sich, was Sie gerade sagen wollten, was gerade super zum Thema passt. In der vergangenen Woche war Renate Künast bei uns. Wir erinnern uns, Freiburg, ein Flüchtling aus Afghanistan, 17 Jahre alt, der mutmaßliche Mörder dieser jungen Studentin aus Freiburg ist. In dem Zusammenhang gab es folgenden Kommentar hier im Netz. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Also Ignaz Berth oder wie auch immer der Mann heißt, schreibt, Renate Künast, der traumatisierte junge Flüchtling, hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen. So, das suggeriert und insinuiert, dass Renate Künast das so gesagt hat. Und er schreibt auch noch oben drüber, ist das krank oder etwa nicht? Ja, das ist krank. Ist ein Satz aus einem völlig anderen Zusammenhang gerissen und hat damit nichts zu tun. Absolut nichts. Ja, aber das bleibt stehen. Nein, und das ist im Netz. Und das wird geteilt und geteilt und geteilt. Und da draußen glauben jetzt Menschen, dass Renate Künast sagt, der hat die zwar umgebracht, aber muss dem armen Flüchtling trotzdem helfen. Es gibt Untersuchungen dazu. 18 Mal geteilt und die Lüge kriegt den Charakter von Wahrheit. Ja, ich frage Sie nur, war das je anders? War nicht sozusagen die Lüge und Unwahrheit auch immer Teil des politischen Spiels? Absolut. Ja, in der Gesellschaft, aber es gab die Möglichkeiten. Nein. Und wenn Sie das einhegen wollen, also wenn Sie die Debatte beschneiden wollen, weil Sie sagen, es gibt solche Auswüchse, wie tun Sie das? Wollen Sie einen Zensor haben, der Kanzleramt sagt, das kommt ja nicht von verbieten? Politikern hier, ne? Soll das Herr kommt Maas ja von allen Leute? Seiten. Ich plädiere ja nur dafür, dass man nicht in Zeiten, in denen die Debatte etwas hitziger wird, die Freiheit opfert. Und Meinungsfreiheit ist ein großes Gut. Und da sollten wir nicht so tun, ach du lieber Gott, das ist jetzt ganz, ganz schlimm, was da passiert. Renate Künast hat eine Vergangenheit, in der solche verbalen Statements einen ganz anderen Charakter hatten. Die kommen aus einem Milieu, hallo, die Linken, die 68er, macht kaputt, was euch... Nein, aber es war sozusagen Teil einer kulturellen Bewegung, wo die Gesellschaft auch nicht gesagt hat, das dürfen die jetzt nicht sagen. Doch, das haben weite Teile der Gesellschaft gesagt. USA, SS und macht kaputt, was euch kaputt macht. Das haben Sie als Chefredakteur bestimmt auch kritisiert. Und eines haben Sie als Chefredakteur... Aber ich hätte immer dafür gekämpft, dass Sie sagen dürfen. Das meine ich doch. Ich plädiere nur für die Freiheit des Wortes. Bin ich sofort bei Ihnen. Trotzdem haben Sie bei Ihren Zeitungen immer Fact-Checker gehabt. Sie haben immer gesehen, dass die Recherche einigermaßen ordentlich ist und Sie hätten in Ihren Zeitungen, die Sie zu verantworten hätten, niemals wissentlich Lügen verbreitet. Hier werden wissentlich und absichtlich Lügen verbreitet. Das ist der Punkt. Wenn das Trump-Lager 150 verschiedene Fake-Sites aus Mazedonien betreibt, in denen ganz gezielt einfach nur Falschmeldungen millionenfach verbreitet werden, dann hat das nichts mehr mit politischem Diskurs zu tun. Das ist Agitation, nichts anderes. Absolut. Es gibt kein Recht auf Falschmeldung und es gibt auch kein Recht auf Dummheit. Aber es gibt eben auch keinen Zwang zum Verbot. Wissen Sie, mich stört eher was anderes. Weil Dummheit gehört auch immer zum politischen Diskurs. Mich stört, wenn politische Macht unmittelbar eingreift in das, in die öffentliche Meinungsbildung, wie wir das von Russland gesehen haben im amerikanischen Wahlkampf. Stichwort WikiLeaks. Sie holen mit ihren Geheimdienstinformationen, holen sie die E-Mails aus dem Clinton-Lager, veröffentlichen dann Informationen, um die schlecht aussehen zu lassen. Und der russische Geheimdienst hat auch den Bundestag gehackt im letzten Sommer. Wir wissen das. Und wir können davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr, wir blicken ja auch auf nächstes Jahr, mitten im Wahlkampf auf einmal ein deutsches WikiLeaks haben, weil Moskau ein Interesse hat, Angela Merkel nicht ganz so gut aussehen zu lassen. Das finde ich problematisch, wenn ausländische Geheimdienste Dinge instrumentalisieren. Aber wenn die gesellschaftliche Debatte
sich öffnet, dann ist das erstmal nicht der Anlass, zum Zensor zu rufen. Haben wir am Wochenende die Geschichte über Cambridge Analytics gelesen? Also die Jungs, die Big Data so ganz viel kreuzen können, die können haben nach der Fernsehdebatte von Trump-Clinton nach der dritten 175.000 individualisierte Meldungen auf Facebook-Accounts geschrieben, die alle nur so halb, wenn nicht nur ein Viertel mit der Wahrheit zu tun haben. Aber das Internet hat auch andere Vorteile. Es schafft auch Transparenz, es schafft Offenheit, es schafft Gegenöffentlichkeit. Aber die industrielle, Verbreitung von Falschmeldungen hat nichts mehr mit einer offenen demokratischen Debatte zu tun. Und es ist Agitation. Aber Herr Schumacher, mal ganz kurz. Ich verstehe beide Positionen sehr gut. Ich meine, es ist eine sehr freiheitliche Sicht der Dinge. Also, wo wir gerade bei der FDP sind, die werden es wahrscheinlich dann auch wieder schaffen, nächstes Jahr in den Bundestag zu kommen. Und auch genau diese Stimme, diese Kraft fehlt hier auch in dieser aufgeheizten Debatte. So empfinde ich das zumindest. Aber was ist denn das Rezept dagegen? Oder anders gefragt, hätten Sie für möglich gehalten, dass unsere Welt, so wie wir sie eigentlich kannten, so wie wir aufgewachsen sind, Frieden, Selbstverständlichkeit, Abrüstung, wir schaffen die Wehrpflicht ab und so weiter. Wir hatten uns daran gewöhnt. Das war der Normalzustand und stellen plötzlich fest, dass wir ungeheuer nackt und schwach dastehen. Stichwort Putin zum Beispiel. Stichwort Putin vielleicht auch in der Kombination mit Trump. Also wir haben Freunde, die in Estland wohnen. Die russische Grenze ist nicht weit weg. Es gibt 20% russische Minderheit in Estland. Mhm. Wir sind das 1,3 Millionen Einwohner. Wir kennen das von der Krim. Auf einmal stehen grüne Männchen da. Auf einmal passieren Dinge gegen die russische Minderheit. Die muss geschützt werden. Und jetzt stelle ich mal die Frage, in dem Moment, wo es sein könnte, dass sich russische Streitkräfte über die NATO-Grenze ins Baltikum bewegen, würde Donald Trump auch nur eine einzige F-16 schicken, um who the fuck ist das Baltikum, um seine NATO-Pflichten zu erfüllen? Womöglich nicht. Und dann müssen sich die Deutschen, die Italiener, die Franzosen, die Briten vielleicht eher nicht die Frage stellen, wollen wir unsere Kinder, die Krieg eigentlich nur noch aus Geschichtsbüchern aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen kennen. Was gut ist, ja. Absolut, ja. Aber was wir für einen Normalzustand gehalten haben, was in vielen Teilen der Welt eben nicht der Normalzustand ist, können wir uns vorstellen, für das Baltikum in einen Krieg gegen Russland zu ziehen? Das ist die Idee der NATO. Ich will nur Ihnen recht geben. Natürlich wird die Welt ungemütlicher und Putin ist ein ungemütlicher Zeitgenosse, Herr Erdogan auch. Absolut. Und wir wissen nicht, wie Trump sich verhält. Da können wir nur hoffen, dass das System ihn einhegt. Aber wenn so große Massen der Bevölkerung auf einmal so rechts wählen, unterschiedliche Parteien in allen Ländern, häufig sogar in Mehrheiten, dann ist es vielleicht auch klug zu fragen, machen die vielleicht Punkte, die man besser ändern sollte. Also sind unsere Demokratien, so wie wir sie gebaut haben, wirklich im Moment noch so, dass die Bevölkerung sagen, klasse, so muss es sein? Oder sollte man da nicht vielleicht ein bisschen reformieren? Mhm. Und da glaube ich schon, dass wir auch einen Reformstau in dem einen oder anderen Feld haben, dass Parteien und Medien häufig als Kartell wahrgenommen werden, dass es an Transparenz und Teilhabe fehlt. Und deswegen bin ich gar nicht so skeptisch. Manchmal sind ja auch solche Bewegungen ein guter Anlass für Gesellschaften und politische Systeme zu sagen, komm, dann lass es uns ein bisschen besser arrangieren. Und wenn wir Europa sehen, Europa hat halt im Moment ein Problem, weil es als ein Großraumbüro wahrgenommen wird, wo einer aus Brüssel eine zentrale Ansage macht. Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber so ist die gefühlte Wirklichkeit dieser EU. Wenn wir dieses Europäische Haus bewahren und schützen wollen, wofür ich sehr bin, dann müssen wir anerkennen, lass es uns neu bauen. Dann geht eben Großraumbüro nicht, dann machen wir eben wieder einzelne Wohnungen. Kohl nannte das mal das Europa der Vaterländer. Und dann fühlt man sich vielleicht wieder in einem Verbund. Manchmal sind solche Eruptionen unangenehmer Art eben auch ein Impuls, vielleicht die Dinge besser zu bauen. Es ist aber keine Eruption, es ist eine Entwicklung. Es ist in den letzten über 20 Jahren das, was wir erleben. Eine Evolution, zum Beispiel, ne? Die Einkommensschere geht einfach seit vielen Jahren auseinander. Das ist nichts, was erst in diesem Jahr passiert ist. Das populistische Wahlverhalten überhaupt nicht. Das sind Wähler, die verdienen einen Ticken mehr als der Durchschnitt. Die sind sogar gebildeter als der Durchschnitt. Die Spaltung der Gesellschaft ist das Phänomen. Nein, und das ist nicht auf der einen Seite das Einkommen, das ist Kultur, das ist Stadtland. Das wäre einfach, wenn es so wäre, wenn wir das hier mit einem sozialen Phänomen zu tun hätten. Könnte man eine Umverteilung organisieren, meinen wir Sie? Wir dachten ja auch am Anfang, White Trash, das sind die Abgehängten der Gesellschaft, ja, genau, sitzen in der Platte, haben keine Chance und die wählen jetzt rechts. Und jetzt sehen wir die Wahlanalysen, es sind Menschen aus der Mitte. Gut gebildet. Menschen, die was zu verlieren haben. Die haben was zu verlieren. Das heißt, es ist eine Revolte der Mitte der Gesellschaft. Und dann sollte man schon mal hinhören und fragen, was wollen die eigentlich? Absolut. Und vielleicht machen die Punkte,
dass aber, jetzt Millionen sind, die berechtigt sind. Aber das ist alles, was wir da erleben, ist nicht neu, sondern das ist über eine Generation gewachsen. Mhm. Das ist nicht erst im letzten Jahr. Ich meine, die ältesten rechten Parteien in Europa, die sind auch schon deutlich über 10 Jahre alt. Aber also dieses Unbehagen ist... Und man kann jetzt nicht mit ein paar Maßnahmen und hey, wir machen jetzt mal ein bisschen Bürgerbeteiligung und so, damit kriegt man das nicht umgedreht. Mhm. Das dauert genauso lange, das zurückzudrängen, wie es gebraucht hat, das aufzubauen. Und natürlich gehen die Risse nicht nur an der Einkommenskante lang, die gehen, wie wir es in Amerika gesehen haben, an der Stadt-Land-Kante lang, was wir total unterschätzt haben. Kulturell, die gehen kulturell, gehen auch an Religionslinien entlang. Die gehen auch an, habe ich einen Job der Zukunft, habe ich einen Job eher nicht der Zukunft. Wir lesen jeden Tag Studien, dass in den nächsten Jahren 30-40% aller Arbeitsplätze futsch sind. In Banken, in Versicherungen, das ist genau die Mitte. Die Leute haben Angst. Ja? Und würden Sie Ihrem Kind empfehlen, heute noch einen Job in der Bank oder in der Versicherung anzutreten? Meine Eltern haben immer gesagt, das ist was Ordentliches, also sicher. Krisensicher, ne? Läuft. Nix, der Algorithmus macht das in Zukunft, die Risikoberechnung. Ja, vielleicht haben Sie weniger Angst vor Banken und Versicherungen als vor dem Islamismus. Also es gibt ja auch einfach ganz konkrete Herausforderungen, die auch neu sind. Mhm. Natürlich sind die Ränder der islamischen Welt blutig geworden. Natürlich werden uns ein Konflikt aufgebombt, den wir gar nicht wollen. Mhm. Aber in der Mitte der Gesellschaft wird er eben so angenommen und wahrgenommen. Und das wird adressiert an die Politik, Mensch, beschützt uns, tut was. Mhm. Und das wird als zu wenig empfunden, was bisher passiert ist. Das heißt, das Rätsels Lösung jetzt auch mit Blick zum Schluss vorausschauend einmal auf die Bundestagswahl. Es wird ein wahnsinnig spannendes Jahr, das nächste Jahr, politisch auch in diesem Land. Also was ist denn die Antwort, die Politik geben muss? Oder konkret gefragt, wie schwer wird es denn für Angela Merkel und für einen noch zu benennenden Kanzlerkandidaten der SPD? Also Angela Merkel hat einen entscheidenden Vorteil dadurch, dass Sigmar Gabriel ja doch durchaus Lockerungsübungen, ich mache schon die Raute. Ich wollte gerade sagen, ich habe es gerade gesehen. Entschuldigung. Ja. Tim ist auch schon kurz davor. Ich muss dringend zum Psychologen. Also Rot-Rot-Grün. Sigmar Gabriel hat alles getan, ist nicht mehr als völlig fiktiv. Also er wäre ja heute schon Kanzler, wenn die zusammenhalten würden. Und jetzt wird also versucht, Sarah Wagenknecht, Katja Kipping und andere Verhaltensauffällige ein bisschen auf Kurs zu bringen. Das ist natürlich ein wunderbares Feindbild. Ne? Das ist so Kohl-CDU pur, ne? Gegen den Linksruck in der Gesellschaft. Also das ist schon mal prima. Ich glaube, dieses schwarz-grüne Abenteuer, was im Wesentlichen in Hamburger Journalistenstuben seit 20 Jahren versucht mit herbeizuschreiben. Mit heftigsten Fantasien, die dann eher im Ressort von Frau Westheimer anzusiedeln sind. ja, aber Schwarz-Grün wird es nicht geben, das reicht nicht. Das wird auch kulturell nicht funktionieren. Mhm. Wir werden ein 6-Parteien-Parlament bekommen. Jetzt haben wir gerade mal 4. Mhm. Wenn wir die CSU dazu nehmen, haben wir 5. Ja. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir eine Dreierkoalition kriegen. Das haben wir in Rheinland-Pfalz, das haben wir in Berlin. Das ist die neue Vielfalt. Und dann wollen wir mal gucken, ob dann... Apropos Vielfalt, wer ist die Vielfalt in der SPD? Wer wird in Ihrer Martin Schulz, wäre das der Mann, der es reißen kann? Martin Schulz gehört auch in die Abteilung Journalistenträume. Wer so lange in Brüssel rummarodiert hat und zusammen mit dem Juncker, dem professionellsten aller Steuervermeider, als Luxemburger Finanzminister, ein Foto von Martin Schulz mit Juncker reicht, um die Wahl zu verlieren. So viel zum Thema... Eliten und Brüssel und so, unwählbar. Ja. Ja. Ich glaube, dass es Sigmar Gabriel macht. Er muss es jetzt auch machen. Denn wenn er es nicht macht, dann ist er schon zurückgetreten. So? Ja. Schröder wartet bis 98, hat Helmut Kohl auf dem Bierdeckel notiert. Wollen wir wetten, Herr Schumacher? Ich glaube, er wird Kanzlerkandidat der SPD. Okay. Und wenn einige in der SPD jetzt sagen, das wird auch ein guter Kanzlerkandidat, dann kann ich nur sagen, Sie also, würden jetzt da um muss die Kiste... Sonne der SPD sehr tief stehen, dass er große Schatten wirft. Ich glaube, Angela Merkels Glück ist, dass Sigmar Gabriel antritt. Und Sie ist deswegen, egal, wer es ist. Also, okay, deswegen, okay. Meine Sie würden Prognose wäre, es Wein, gibt noch meine große Koalition. Eine Kiste Wein ist mir zu viel. Es sind zu viel? Ja, natürlich. Okay, also wir wetten eine gute Flasche. Die Zeit im Journalismus sind hart. Das alles klar. Also wenn Sigmar Gabriel... Ja. Also Sigmar Gabriel tritt an, ja? Was glauben Sie, wer tritt an? Ich würde nicht ausschließen, dass noch ein Dritter aus der Kurve kommt. Wobei, nämlich? Olaf Scholz ist wahrscheinlich schlau genug, tatsächlich bis 2021. Genau. Weil letztendlich, der hat doch versprochen, hier in Hamburg zu bleiben. Solange, ist ein Mann, der... Das hat jeder Ministerpräsident gesagt. Das hat Stoiber gesagt, Schröder gesagt. Nicht, weil er so, wahrscheinlich so ehrenhaft wäre, ja, aber der ist schlau genug, sich an sein Versprechen zu erinnern. Nein, Gabriel lässt ihn nicht vorbei. Let's face it, das ist ein offener Machtkampf in der SPD. Gabriel lässt ihn nicht vorbei, er macht es selbst. Aber er kriegt einen dritten Es ist auch schwer, an Gabriel vorbeizukommen, muss man sagen. Am Ende kriegen wir eine Bonsai. Große Koalition. Wir behalten die große Koalition, die ist geschrumpft, weil die Wähler zum Teil... 52%. Ja. Und die FDP kommt wieder rein und die AfD wird ziemlich groß wieder drin sein.
oder erstmals drin sein. Aber am Ende haben wir das Gleiche wie vorher. Deswegen glaube ich übrigens, es wird ein relativ langweiliger Wahlkampf. Alle sagen, das wird ein heißer Wahlkampf. Ja. Das ist ja grauenvoll. Der Wahlkampf, der ist gefühlt eigentlich zwischen Angela Merkel und ihrem wegbrechenden konservativen Milieu. Aber ansonsten wird es ein langweiliger Wahlkampf. Okay, wir haben aus 2016 gelernt, Prognosen taugen nichts. Insofern. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Also, danke den beiden ganz, ganz herzlich. Wir halten fest, es stehen zwei Flaschen im Raum und es sind nicht Sie, sondern es sind zwei Flaschen Wein, die da gemeint sind. Wir werden uns in dieser Besetzung wiedersehen und dann darüber reden, wer warum nicht recht hatte. Hajo Schumacher und Wolfram Weimar, die heute unsere Gäste sind. Herzlichen Dank. Und wir freuen uns sehr, dass Ruth Westheimer heute bei uns ist, extra aus Washington angereist. Ich lebe in New York, aber ich war zufällig jetzt in Washington, habe einen großen Vortrag erhalten. 350. Welches Thema? Über Sex, natürlich. Ja. Es war nicht eigentlich über Sex, aber nicht über Politik. Ja. Ich spreche kein Wort über Politik. Nein, aber Sie haben sich politisch betätigt, Frau Westheimer, und wir haben es gefunden. Sie haben den amerikanischen Bürgern nach dem Sieg von Trump empfohlen, diejenigen, die jetzt sich schlaflos vor Angst im Bett wälzen, habt Sex. Ja, das ist so. Ich rede immer über Sex, ich rede aber nicht über Politik. Ja. Aber ich habe das gesagt. Aber haben Sie schon Resultate, haben Sie Ergebnisse? Wissen noch nicht, Sie? Noch nicht, aber ich habe... Wissen Sie, wie die Verkehrssituation in Amerika war? Ich habe 85.000 Leute, die mir am Twitter zuhören. Ja. Und ich musste irgendetwas sagen. Aber alle wissen, dass jemand, der über Sex spricht, wie ich, von morgens bis abends, muss von der Politik wegbleiben. Das war sehr interessant, was die beiden da... Ja. Ich habe nur Angst gehabt, dass sie sich schlagen werden. Aber sie haben sich nicht geschlagen. Nein. Aber wie ist das eigentlich, Frau Westheimer? Macht das Spaß? Ich darf das sagen, Sie sind 88 Jahre alt mittlerweile, sind unheimlich rüstig und fit und es ist toll, wenn Sie sogar, wenn der Aufzug hier nicht geht, gehe ich die Treppe rauf und runter. Das wollten Sie doch nicht erzählen, das wollten Sie doch für sich behalten. Ich stehe mir schon wieder doof da. Nein, aber... Macht das denn Spaß, 88 Jahre lang im Prinzip immer nur über Sex zu reden? Oder haben Sie auch mal so Tage, wo Sie sagen, oh ne, bitte nicht schon wieder, es Markus ist doch gut. Lanz? Ja. Ich spreche nicht nur über Sex. Ich spreche über die Beziehung zwischen Menschen. Ich spreche über die Erziehung von Kindern in der Sexualerklärung. Und besonders für Sie jetzt, wo Sie ein kleines Mädchen haben, und für ihn, der zwei Kinder hat, für ihn, ja, müssen wir im Moment über Sexualerziehung sprechen. So, es ist, wenn ich mich langweilen würde, dann würde ich sofort aufhören. Aber mich fasziniert es immer noch. Ich lerne immer noch neue Untersuchungen. Ich unterrichte, ich habe jetzt 6 Jahre Yale und 6 Jahre Princeton unterrichtet. Also Top-Universitäten in den USA. Und jetzt, im Alter von 88, unterrichte ich mein drittes Jahr an der Columbia-Universität. In New York. Und zwar über Familie. Es ist nicht nur Sex. Ja. Wenn ich nur darüber reden würde, wie Leute über sexuell... übereinander herfallen, sagen wir mal. Nein, sie streicheln, nicht übereinander herfallen. Ach so, Entschuldigung. Pass auf für heute Nacht. Ist Streicheln schon Sex? Streicheln ist doch noch kein Sex. Nein, aber streicheln und nett sein und Blumen nach Haus bringen und ihr und der Frau sagen, wie froh sie sind, dass sie jetzt ein entzückendes Mädchen haben. Und nicht vergessen, mit der Frau alleine, alleine ausgehen, nicht sich nur konzentrieren. Erzählen Sie es ihm. Dieser Mann muss auch mal was lernen. Ja. Guck mal das Gesicht, das er macht. Sie dürfen die Jacke wieder anziehen. Danke. Nein, ich wollte nur zeigen damit, dass auch im hohen Alter, Gott sei Dank, ich bin gesund und ich kann auch... Ich dachte schon, Sie meinen ihn mit hohem Alter. Nein, dass man etwas dazu lernen kann. Dass man eine Lust... Auch so aussehen kann. Aussehen kann, ja. Paul, hast du Fragen? Du guckst so ratlos. Ich mache nach der Sendung eine Liste. Es wäre so schön, bevor Sie abreisen, dass wir uns noch mal vielleicht unterhalten, 3-4 Tage. 3-4 Tage.
13 Nächte. Ja, cool. Stimmt. Paul erinnert mich so ein bisschen an so einen Freund. Ich bin vor 3 Jahren mal auf einer Veranstaltung in Österreich gewesen. Und dann waren wir halt dressed up, dann abends nach der Veranstaltung noch in die Bar gegangen. Und ein Freund von mir entdeckt ein Mädchen an der Bar und findet sie attraktiv. Geht hin, gräbt sie an, also will sie auf ein Getränk einladen. Und dann kommt man so ins Gespräch und dann fragt er so, was sind Sie denn von Beruf oder was bist du denn von Beruf? Und dann sagt sie, Sexualtherapeutin. Woraufhin er dann sagt irgendwie ganz trocken so, oh, dann kannst du mich ja mal analysieren. Und dann sagt sie, ja, habe ich auch schon und deshalb kannst du jetzt weitergehen. Also, aber so auf den Punkt. Das ist doch nicht nett. Der wird das nie vergessen. Ja, ich weiß, aber das war auf den Punkt. Wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Sie hat alles richtig gemacht. Wenn sie den Freund zu bekommen, ist egal. Mit der nächsten Frau. Sie hat alles richtig gemacht. Aber ja. Wenn man Frau Westheimer schon mal im Gespräch hat. Stell dich hinten ans Mal. Einen Moment. Du musst ja so aufschreiben. Es ist ja nun bald Weihnachten, nicht? Und für viele Paare existiert da ja, ich sag mal, erhöhter Paarungsdruck, ne? So einmal im Jahr und man kauft ja auch dann Unterwäsche, überall die Plakate und sowas. Und Fatih hat dann schon ein bisschen Sherry und sie ein Picolöchen. Also raten Sie dazu, zu inszenatorischem Sex zu Weihnachten oder ist der Druck zu hoch? Abgründe tun sich auf. Erwartungsdruck meine ich jetzt. Also der Erwartungsdruck, wenn er so hoch ist, ja, dann würde ich sagen, das sind andere Sachen, die mitspielen. Aber wenn man sagen kann, jetzt kommt Weihnachten, dann kommt Neujahr, lasst uns freuen, dass wir am Leben sind. Lasst uns freuen, dass wir über Politik sprechen können, wie wir beide. Das ist total erotisch. Und euch streiten können. Mhm. Und macht, nehmt euch mal vor, dass ihr etwas macht, nicht nur an dem Abend, aber vielleicht einmal im Monat, was ihr sonst nicht gemacht hättet. Zum Beispiel Fernseh gucken. Hm? Nein, nicht, so, Fernseh nicht Fernsehen gucken. Nicht mal den Markus Lanz. Ja. Sondern etwas tun, damit das Problem, das ich am meisten höre, ist Langeweile im Schlafzimmer. Hm. Denn wenn ein Paar viele Jahre zu lange zusammen sind und immer am Samstagabend sagen, okay, heute ist Samstagmorgen, können wir ein bisschen länger schlafen, jetzt machen wir Sexualverkehr, nicht eine gute Idee. Uff. Nicht eine gute Idee, sondern irgendetwas tun, was erfreut. Ich weiß nicht, wenn ihr nie Skifahren gegangen seid, geht Skifahren. Tut irgendetwas, was Neues ist in diesem neuen Jahr. Mehr Sport als heiße Unterwäsche und Champagner, ist das die Empfehlung? Ich sag nicht mehr, alles zusammen. Alles zusammen. Ich frage auch nur für also heiße Beispiel, Unterwäsche beim Skifahren. Das finde ich Markus, gut. Ja. Zum Beispiel für dich. Ja, für mich. Ja, für dich. Für jemand, mich jetzt, der kleine Kinder hat, was oft passiert, ich sag nicht, dass es bei Ihnen oder dir, ich sag schon du. Ja, gerne, bei dir gerne, passiert. Gerne. Aber was oft passiert, ist, dass die ganze, sie haben wenig Zeit. Und dann tut sich die ganze Mühe und Freude auf das Kind beziehen. Und ich sage jungen Paaren mit kleinen Kindern, einmal jede 2 Wochen oder einmal jede Woche wäre noch besser, weggehen von zu Hause, einen Babysitter nehmen und etwas tun, entweder tanzen gehen oder ins Theater. Ihr habt alle wunderbare Theater hier in Hamburg. Mhm. Oder irgendetwas tun für euch beide. Nicht alles konzentrieren, nur auf das Kind. Dir mit deinen 2 Kindern muss ich sagen, dass Eltern müssen die Sexualerziehung ihrer Kinder selbst machen. Mit den Lehrern in der Schule, mit anderen Erziehern. Aber die Eltern müssen auch dabei sein. Die Eltern müssen den Kindern sagen, du kannst mich alles fragen. Ich werde nicht sagen, warum fragst du das? Wenn sie es nicht tun? Wenn die Kinder das nicht wollen, ein Buch kaufen, es muss nicht mein Buch sein. Kann ein anderes. Aber es könnte. Aber es könnte. Ein Buch kaufen über Sexualsachen auf den Tisch legen. Wie zufällig. Und ich garantiere, dass die Kinder das lesen werden. Nachdem ich es gelesen habe. Unbedingt. Und das ist uns zugeben. Dass sie das lesen. Meine Aufklärungsversuche bei meinem großen Sohn sind so verlaufen, der hat gesagt, Papa, ich weiß das schon alles. Dann muss man ihm sagen, gut, aber falls du etwas nicht weißt, möchte ich gefragt werden. Ich möchte ein Elternpaar sein,
dass ein Askable, heißt das auf Englisch, ein gefragtes Elternpaar sein. Ja, ein ansprechbar sozusagen. Ansprechbar, ja. Ohne dass ich dich dann weiter frage, warum willst du das wissen? Und ich sage euch, warum. Es gibt Leute in der ganzen westlichen Welt, es gibt Leute, die nicht wissen, dass Mädchen zum Beispiel heute früher menstruieren. Wir wissen nicht, warum. Aber die Kinder müssen das wissen. Nicht, dass sie in der Schule sind und plötzlich finden sie Blut in Höschen. Jungs und Mädchen. Ich möchte auch nicht Großvater werden jetzt sofort. Aber Jungs und Mädchen müssen wissen, was passiert mit dem Körper. Kann. Ja. Nicht in einem Studio, nicht im Wohnzimmer, sondern im Schlafzimmer oder im Badezimmer. Aber man muss darüber reden können. In einer Weise, die niemand anklagt. Das ist irgendwie faszinierend. Jetzt sind wir mittendrin. Also finde das gerade faszinierend. Sie sind 1,40 groß, Frau Westheimer. Das ist mehrfach berichtet und auch überliefert. Und 5, 6 erwachsene Männer schauen wie gebannt auf Sie. Mir gefällt das sehr, dass ich hier die einzige Frau bin. Ja. Ich habe das gleich gesagt. Paul, wie hast du das? Ist das ein Thema bei euch zu Hause? Aufklärung? Du hast ja auch 2 Kinder. Ja, aber der Plan ist, wir warten, bis sie 30 sind und dann machen wir das zusammen. Im Wohnzimmer, weißt du, hier. Ja. Wir haben natürlich lange mit einer Lüge gearbeitet, soll man ja nicht, ne, wenn die Kinder so fragen. Also ich habe lange gesagt, das ist über Zellteilung vonstatten gegangen und das stimmt natürlich nicht. Und jetzt haben wir vor, dass wenn die Kinder 30 sind, wir mit ihnen in den Zoo gehen. Zu den Affen. Und dass wir sagen, guck einfach mal. Wie die es machen. Ja, und wenn dir was gefällt. Mit dem Affen? Nein, nicht mit dem Affen. Nein, nicht mit dem Affen. Nicht mit dem Affen. Was machen denn Eltern, wenn Eltern selber schon Schwierigkeiten? Wissen Sie? Dann kommen. Oh, natürlich weiß ich das. Ja. Jemand, der deswegen brauche ich Ihre Telefonnummer. Verstehen Sie? Also ein Buch, wenn ich euch jetzt so angucke hier, ihr seid vielleicht noch ein bisschen zu jung. Ja, absolut. Die danke, 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 danke. Ich habe ein Buch geschrieben, Sex über 50. Was? Sex über 50. In so großen Buchstaben? Ja, große Buchstaben. Okay. Aber ich schaffe, also es gibt, es einmal gibt, ist ja schon anstrengend, aber 50? Nein, nicht 50. Also, ja, Entschuldigung. 50 Jahre alt. Also, was ganz Ernstes. Wenn ein Mann ein bisschen älter ist, wenn er es einmal macht, soll er froh sein, aber nicht gleich schlafen gehen, sondern die Frau anfassen, die Frau küssen, die Frau streicheln. Denn der Orgasmus bei der Frau, das geht länger, bis sie zu dem Punkt kommt, wo sie nicht mehr gestreichelt werden will. Und die meisten Männer wissen das nicht. Die Frauen wissen es auch nicht. Hier haben sie Sex, dann drehen sie sich rum und schlafen. Eine Katastrophe. Ja. Denn dann ist die Frau noch erregt. Und wenn der Mann wüsste, dass das dazu kommt, dass das ist, der bleiben, nächste... bleiben Sie bei mir. Ich mache einen Vorschlag. Ja. Moment, spreche ich mit allen 5. Ja. Nachher alleine mit Ihnen. Ja. Ganz alleine mit Ihnen, aber erst mit Ihnen alle. Was machen wir denn, konkret, nein, bleiben Sie hier. Was machen wir denn konkret, wenn die Frau schläft? Doch. Sportschau gucken. Doch. Ich gucke, und das ist nicht gelogen, oft Hilde schläft dann. Ich gucke, sagen Sie doch nicht Ihren Namen. Nein, ich habe ja auch nicht meinen. Also die Personen nehmen, die. Ich gucke dann noch SpongeBob oder sowas und die schnarcht schon wie so ein Trecker. Dann freuen Sie sich. Hä? Dann freuen Sie sich für Sie, dass Sie einschlafen kann. Ja, aber wir haben ja noch nicht mal. Bleiben Sie doch mal hier, gucken Sie doch nicht mal zur. Nein, wirklich, dann ist... Okay, was ich sagen will, ist, es gibt in der Sexualerklärung, in der Sexualkunde, sehr viele Sachen, wie viele Menschen... einfach auch gelehrte Männer und Frauen, auch in der Universität, wir haben noch nicht genug darüber gesprochen. Wir brauchen noch mehr Sexualerzieher.
Das ist interessant, weil man hat ja das Gefühl, die Welt ist komplett übersexualisiert. Ja? Haben Sie das Gefühl, wir sind heute wirklich einen Schritt weiter als vor 30, 40, 50 Jahren, als Sie angefangen haben? Oder sind wir in Wahrheit immer noch Neandertaler? Nein, in Amerika haben wir die beste sexuelle Kunde, die es auf der Welt gab. Von Kinsey, von Masters & Johnson, Dr. Helen Singer-Kaplan, die mich trainiert hat. Mhm. Und wir wissen viel mehr, als man vorher gewusst hat. Das heißt aber immer noch nicht, dass man nicht weiß. Ich gebe ein gutes Beispiel. Sigmund Freud hat gesagt, dass wenn eine Frau berührt wird, wenn der Klitoris, ich darf so reden, ihr dürft das nicht. Wenn die Klitoris, wenn eine Frau keinen Orgasmus hat während dem Verkehr, dass sie nicht reif genug ist. Der hätte einen Kurs nehmen müssen mit mir, der Freud, denn der hat nicht gewusst, dass bei jeder Frau die Klitoris mitspielen muss, damit sie zum Orgasmus kommt. Es gibt viele Sachen, die man heute noch. Aber Freud war ja ohnehin, was das angeht, ein ziemlicher Chauvi auch eigentlich, ne? Muss man sagen. Also in Teilen zumindest. Er hat von Frauensexualität nichts gewusst. Ja, und auch teilweise sehr verächtlich gesprochen, ne? Ja, und ist hat so ein berühmter uns Frauen Satz. viel Sorgen gemacht. Ja. Also, aber ganz grundsätzlich, ich meine, das, was Sie jetzt hier gerade auch machen, ja, das ist ja das, was Sie immer machen. So wirklich ganz explizit und klar und ohne drumherum zu reden, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Ja. War das damals, als Sie damit angefangen haben in Amerika, war das ein Skandal? Wie ich das Radio angefangen hat, hatten die von NBC Radio, also die mit der Krawatte da gesessen haben und die Rechtsanwälte waren. Die haben geht wieder dann, gegen mich, ich weiß. Die haben dann meinem Chef gesagt, hast du gehört, was die gerade gesagt hat am Radio? Und da hat er gesagt, natürlich habe ich das gehört. Ja. Aber sie haben es mich machen lassen. Ich sag euch warum. Ich war sehr gut trainiert. Mhm. Ich war schon 50 und ich habe das ernst genommen. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist etwas, was man am Radio, an der Television, in den Büchern, über was man schreiben muss, damit Leute mehr wissen und besseren Sexualverkehr haben. Und Sie haben da gibt es legendäre Interviewszenen auch. Wir haben einen ganz, ganz alten Filmausschnitt gefunden, noch in Schwarz-Weiß. Und zwar ein Gespräch mit Ozzy Osbourne. Mm. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ruth Westheimer. Wie habt ihr das gefunden? Das haben wir irgendwo gefunden. Und für Sie zu Hause der kleine sachdienliche Hinweis, Ozzy Osbourne rechts. So ging das. Frau Westheimer, bitte gerne. Zum Schluss, Sie haben einen. Aber Moment. In der jüdischen Tradition, im Talmud, steht geschrieben, wenn man mit Humor unterrichtet, merken sich die Studenten, was du oder ich gesagt habe. Ich kann keine Witze erzählen. Ich merke mir keine Witze, die gehen rein. Es ist sein Job. Ein Ohr ist sein und Job. Das andere. Ja. Aber ich kann, wenn ich unterrichte, jetzt habe ich einen Vortrag gehalten für 350 Leute in Washington. Und ich kann Humor benutzen, um zu erklären, was ich erkläre. Ja, so wie Sie das. Aber ich will euch was ehrlich sagen. Damals habe ich überhaupt nicht gewusst, wer das ist. Ja, das ist mir klar. Die haben mir diesen Osbourne da gebracht und ich habe nicht gewusst, dass er eine Maus den Kopf abgebissen hat, sonst hätte ich nie mit ihm geredet. Ja. Der war eine Taube, ne? Eine Fledermaus. Aber so was ähnliches. Ich habe jede Gelegenheit 450 Televisionsprogramme gemacht. Jetzt habe ich ein neues gemacht für PBS, für die offizielle. Um sozusagen als Aufklärerin als unterwegs zu sein. Aber darf ich zum Schluss eine Frage stellen? Und mein Buch musste zeigen. Ja. Mein Buch ist auf Deutsch. Haben wir schon gemacht, aber machen wir gerne noch mal. Frau Westheimer, Sie dürfen alles. Sie dürfen alles und ich wollte ehrlich gesagt genau gerade darauf kommen. Ich wollte Sie nämlich fragen, weil dieses Buch ist ein schönes Buch, weil es geht nicht um Sexualität so ganz vordergründig, sondern es geht um die Lust aufs Leben. Und sag mal auf Französisch, joie de vivre.
Ja, Lebensfreude, ne? Lebensfreude. Kannst du auf Französisch sagen? Ja, Lebensfreude. Joie de vivre. Ja. Sag mal alle. Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Schön. Ja, hallo. Wunderbar. Hallo. Mit euch beiden, da geht heute noch was. Aber ganz grundsätzlich, ich meine, hat diese, oder anders gefragt, hat sie diese Lust aufs Leben, die sie auch bis heute ausstrahlen, das finde ich ganz toll, wenn jemand mit 88 so auch unterwegs ist, ja, und uns auch hier so große Freude macht. Hat sie die jemals verlassen oder ist das etwas, was zu tun hat mit ihrer Geschichte? Wir haben das schon mal ausführlich besprochen, müssen wir heute nicht machen. Sie haben ihre Eltern, ihre Großeltern, alle umgekommen. Ihr wisst, dass 1.500.000 jüdische Kinder nicht überlebt haben. Ich habe überlebt, weil ich in der Schweiz war. Mhm. Wir haben eine Obligation, die Welt besser zu machen. Mhm. Also. Das heißt auf Hebräisch Tikkun Olam, also die Welt zu verbessern. Ich habe aber nicht gewusst, dass die Obligation bei mir, anstatt Sozialarbeiterin oder Krankenschwester, dass die Obligation war, von morgens bis nachts sogar mit Politikern über Sex zu reden. So, das habe ich nicht gewusst. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ruth Westermann war heute unser Gast. Herzlichen Dank. Tim. Ich wollte gerade darüber sprechen, die Lust zu leben. Ist jetzt frag nicht, wie ist der Sex im Alter, ne? Also hör auf damit. Nein. Wobei, wie bist du aufgeklärt worden? In der Grundschule. Also Frau Sass, meine ehemalige Grundschullehrerin, die nicht mehr lebt, anhand von Tanja Eckhoff und Jan Neubauer. Also Jan Neubauer war ein Mitschüler. Tanja Eckhoff war die Mitschülerin, die auch ein bisschen verknallt war damals. Und da wurde uns gezeigt, was denn passiert. Und bis heute weiß ich, dass ich aufgrund dessen bestimmte Worte nicht gerne sage. Okay. Weil das damals einfach... Das hat mich überrascht. Das war wie kalt duschen. Also das war so irgendwie, ich wusste ja gar nicht, was sie wollte von mir. So, also das ist so. Und auf einmal sind da Dinge gefallen und ich habe auf einmal andere Dinge wahrgenommen, die mir nicht so... Und ich wurde da nicht so ein... Also es war so relativ rabiat, ich sag mal technisch. Ja. Das hast du uns neugierig gemacht. Was? Nee, ich war dann erstmal eine Zeit lang recht erschreckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und verstört sozusagen. Verstört, ja. Ich bin ein Spätzünder gewesen. Das ging auch so lange, dass ich meine Schwester, glaube ich, mit 16 noch mal gefragt hat, ob ich vielleicht schwul sei, weil ich mit Mädchen nichts angefangen habe. Die haben mich immer so ein bisschen, wo ich dachte, oh, das ist schon cool. Ja. Und ich muss mich an der Stelle auch bei allen Medien entschuldigen, wo ich vor 21 dran war. Was ich geschraubt und experimentiert, weil ich weiß noch, wie ich das erste Mal einen Busen hatte, in der Hand hatte. Das Mädel tut mir echt bis heute noch leid. Also, ernsthaft, dieses... Ich weiß das noch wie heute, wie ich kläglich mich langsam an sie rangetastet habe. Irgendwie, also wir haben so ein bisschen so wir Jungs, sind Mädchen. Uns nicht sicher, ob wir diese Geschichte wirklich zu Ende doch, hören. Nein, aber als ich dann das erste Mal dieses weiche Brustfleisch in der Hand hatte, und ich rede jetzt mal nicht von Hühnchenfleisch. Da war dir klar, du wirst kochen. Nee, und diese Elastizität, das fand ich ganz geil. Das war sehr, sehr sinnlich und das mochte ich wirklich sehr gerne. Und da habe ich mal geguckt, wie man drehen kann, wie viel Grad und so. Ich war ein Junge, Experimentierfreude, Abenteuerspielplatz. Ernsthaft, ja. Ernsthaft. Wer von den Mädels hat das nicht erlebt, dass irgendein sinnbefreiter Typ an den Möpsen rumgeschraubt hat? Am Anfang. Das war einfach so. Man hat ausprobiert, man hat rumgeschraubt. Ja, du weißt, zu weit rechts kommt Polizeifunk. Also es war eine... Und ab hier bleibt der Rest auch wirklich privat. Ich weiß nur, dass ich irgendwie im Nachhinein, manchmal mag ich diesen Moment. Ich muss über mich schmunzeln, wie ich als Kerl damals, als junger Mann, der die Welt für sich entdeckt, einfach frei von, als ob das ein Fremdkörper vor dir ist, als ob das nur ein Brustträger war irgendwie. So in dem Moment, wo das erste Mal die Hand unter dem BH geschoben habe irgendwie, das war so. Ja, aber also, mein Gott. Und er wusste ja auch nicht mehr den Namen, obwohl ich mit der lange zusammen war. Aber vermisst du das manchmal? Vermisst du das manchmal? Aber jetzt bleibt alles andere privat. Nein, ich meine... Vermisst du manchmal diese Zeit, wo man so unbeschwert war? Und so. Ich weiß, ich habe mit Adele mal darüber gesprochen, ja, die einen schönen Song darüber gemacht hat, um jetzt nicht über Sexualität zu sprechen. Die sagte, so mit 20, dieses Lebensgefühl, dass man so mal ein bisschen ausprobiert und nichts funktioniert und so, ja, Händchen halten, Füße schwitzen, so das ganze Paket, aber irgendwie schön, weil du nichts zu verlieren hast und es kann eigentlich von da an nur noch aufwärts gehen und besser werden. Nee, besser nicht, weil die ersten Erfahrungen sind ja oft die besten. Ja. Also es sind ja die, an die man sich erinnert. Dazwischen sind viele schöne Erfahrungen, an die man sich vielleicht nicht ganz so erinnert.
Und deshalb bin ich ja so ADHS-gesteuert und versuche ja viele, viele neue Dinge in meinem Leben hier immer wieder aufzubauen, immer wieder raus aus dem Hamsterrad, immer wieder die Komfortzone verlassen. Also das, was Ruth auch gesagt hat, so diese besonderen Momente gestalten. Ja. Das muss nicht immer mit Strapsen und irgendwelchen Sachen, sondern wirklich diesen besonderen Moment, auch mit Menschen, mit denen man in einer Routine verhaftet ist, nicht immer das Gleiche nochmal zu machen. Das probiert man schon, das klingt mal mehr. Und natürlich auch mal weniger. Aber du machst das ja auf eine ganz krasse Art und Weise. Also du probierst ja wirklich so konsequent wie nur wenige andere immer wieder aus. Also auch beruflich zum Beispiel. Gehst dabei teilweise ein unglaublich hohes Risiko. Was sagt dein Steuerberater dazu? Oh, der tut mir leid. Der tut mir fast noch mehr leid als die Mädchen von früher. Irgendwie so der Weil ich habe einen ganz klassischen, traditionellen Steuerberater und der berät mich natürlich auch hin und wieder in Bereichen, wo jetzt wäre auch mal ganz gut, mal an später zu denken und so. Und ist mir egal, ich verstehe es sowieso nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich einnehme und ich weiß auch wirklich nicht, was ich ausgebe. Ich weiß, dass ich einen Steuerberater habe und der ruft mich an, wenn es zu viel ist, was ich ausgebe, weil es im Unverhältnis zu den Einnahmen gerät. Sag jetzt nichts mehr ohne deinen Anwalt. Herr Schäuble schreibt schon mit. Nee, das ist so. Der Schäuble kann mir meine Karte schreiben, also bei aller Liebe. Wirklich. Weil ich schon gelachen habe, dann ist einfach so. Aber sag, du hast ja, wir haben das gerade vorhin kurz schon mal angedeutet. Ja. Weißt, wir haben darüber gesprochen damals. Da hast du die Katze aus dem Sack gelassen, als du sagtest, ich mache in Ihrer Stadt, Frau Westheimer, da mache ich ein Restaurant auf. Ja. Was wolltest du machen? Ich bin immer noch dabei. Heißt? Es pausiert gerade das Projekt. Das Projekt New York. Ja, ja, das ist wie Paul Panzer. Ich bin ja auch noch auf einer Welttournee unterwegs. Ich bin ja selber mal mit einem Live-Programm getourt. Ja. 2007 das letzte Mal on stage gewesen. Und ich mache nicht den Fehler, dass ich sage, ich ziehe mich zurück, sondern ich sage, ich mache eine Pause. Ja. Und wenn ich dann 2032 nochmal wieder auf die Bühne komme, ist es die längste Welttournee, die jemals ein Künstler gemacht hat. Es ist dieselbe Tour. Und so ist es auch mit deinem Restaurant in New York. Ja. Ja. Also New York. Das Schöne ist ja, du bist immer willkommen. Dankeschön. Ja, ja. Ne? Die Leute mögen das ja. Wenn ich denn jetzt in das Restaurant will, hat das offen gerade? In welches? Ja, das in New York. Drüben. Also, kann ich da hin oder hängen da Plakate also morgen? Nee, da hängt jetzt ein Plakat morgen nicht mehr. Viel schlimmer ab heute nicht mehr. Ich krieg nichts zu essen. Nee, es gibt auch kein Restaurant mehr. Ich habe wirklich versucht, ein Restaurant aufzunehmen und habe, ich glaube, das ist, ich bin ja eigentlich ein recht bescheidener und zurückhaltender und sehr introvertierter Mensch und rede auch ungern darüber, was ich eigentlich mache und bin dann da nach New York gekommen und habe einfach Blut geleckt und der Laden wurde immer größer, wichtiger, tollere Adresse, mehr Mitarbeiter und dann habe ich halt festgestellt, boah, das wird nicht mehr zu wuppen sein und dann habe ich mich intelligenterweise zurückgezogen zum Pausieren. Ja. Zum Runterkommen, um das Ganze wieder ins richtige Konstrukt zu bringen. Abklingbecken. Hab mich dann kurzfristig an einem kleinen Italiener beteiligt in der Christie Street, da bei der Bowery hoch. Wenn du mich anrufst, komme ich mit dir ins Restaurant. Das Schlimme ist, liebe Ruth, ich habe, das ist ja so geil in meinem Leben, ich habe ein eigenes Restaurant mit einer kleinen Beteiligung in New York und wollte letzte Woche jemanden anrufen, habe gefragt, wie es denn so ist, wie laufen die Geschäfte. Und da hat man mir gesagt, den gibt es schon seit 2 Monaten gar nicht mehr, den Laden. Den Laden gibt es gar nicht mehr, hat zugemacht. Aber sag mal, stimmt es, dass du das heißt, du hast da Räumlichkeiten angemietet? Ja, ja. Und da ist jetzt auch ein Restaurant drin inzwischen. Aber die Miete läuft ja weiter, auch für dein anderes Projekt, oder nicht? In New York ist ja so teuer, wenn du da anfängst. Nee, ja, gut, in New York gibt es 80% aller Neueröffnungen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in New York sind innerhalb von wie vielen Monaten pleite? In den ersten 6 Monaten und ich bin stolz, endlich gehöre ich mal zur Mehrheit. Ja. 80%, überleg mal. Na, ich habe einen Laden angegangen oder ich habe das versucht irgendwie zu machen und in New York gibt's kannst du Verträge verhandeln, es geht um die Liquor License, also ob man was trinken darf oder nicht. Und die wird sehr hart verteilt über Beziehungen und allem drum und dran. Also ich hatte wirklich einen Lobbyisten in New York für mich rumlaufen, den fremden Menschen auf der Straße erzählt hat, dass da ein Koch aus Deutschland kommt, der heißt Tim und der will ein Restaurant aufmachen und der freut sich schon auf die Nachbarschaft, egal ob es ein Tourist war, der hat einfach ein bisschen Stimmung. Und damit die Leute anfingen darüber zu reden, mir wohlgesonnen sind, waren sie dann schlussendlich auch, aber wie gesagt, das Ganze hat einen aber nicht gefreut. Darf ich fragen, wie viel Geld hast du da in Sand gesetzt, da in New York? Oh, sehr viel. Sehr viel Geld. Also das ist ja bei mir eben genau das, weshalb ich einen sehr guten Steuerberater habe und auch brauche. Ich bin kein intelligenter Mensch. Ich bin straßenschlau und ich habe Freude und ich habe manchmal einen ganz guten Riecher, aber ich bin nicht intelligent, also nicht im klassischen Sinne. Und obwohl ich meinen Vorlesewettbewerb in der Grundschule auf Plattdeutsch gewonnen habe. Auch nicht schlecht. Aber sag, das heißt, New York ist erst mal Pause.
Ja. Du hast aber, du hast ein richtiges Imperium mittlerweile aufgebaut. Wie viele Mitarbeiter hast du, weißt du das? Nein, ja, ich mag diesen Begriff gar nicht, weil ich bin wirklich ein Abenteuerurlauber und das sind alles Abenteuer. Und ich habe mein festes Stammhaus, das ist die Bullerei. Ja. Das ist da, wo ich wirklich arbeite. Also ja. Was wirklich meine Base ist und alles andere sind Ideen, Projekte, die ich mit vielen anderen tollen Menschen zusammen machen darf. Und, ja, da gibt es ja einige davon. Genau, und insgesamt sind es um die 200, 220 Mitarbeiter, die ich aber nicht alleine zu verantworten habe. Also in den ganzen Konstrukten, ich habe mir hier eine kleine Idee, da mal ein bisschen was, da bin ich mal mit 3% ja, aber drin. Aber das ist schon Verantwortung dann, ne? Ja, und jetzt kommt mir wieder meine nicht vorhandene Intelligenz ganz gut ins Spiel. Ich denke nicht drüber nach. Du machst einfach. Ja. Also du hast jetzt in Hamburg gerade wieder auch ein ganz neues Restaurant aufgemacht. Die Gute Botschaft. Ja. Was ist das für ein Name, die Gute Botschaft? Das ist an der Außenalster und daneben ist die amerikanische Botschaft. Und da habe ich gedacht, dann ist die Gute Botschaft ein ganz guter Name. So als kleiner Kontrast daneben. Amerikanische Botschaft und die Gute Botschaft. Ja. Und auch da wieder wirklich eine tolle, also ich mag mich für meine manchmal Eingeschränktheit in diesem, dass ich nicht über Konsequenzen nachdenke. Ich habe mir mal einen Herd gekauft, weil ich den so schön fand. Von einem sehr lieben Kollegen, designt Roland Trettl, wirklich fantastisches Südtiroler, Ding. Ne? Südtiroler Koch, übrigens, ja, da, ganz toll. Also auch Österreicher, wie ich ihn immer nenne. Und Österreicher, oh, das wird er gerne hören, das wird er gerne hören. Der das ist Roland Trettl übrigens, schöne Grüße. Der hat einen wunderschönen Herd, den kann man da rechts sehen. Das bist du doch. Der Trettl ist dahinter. Du dir selber gar nicht ähnlich. Trettl ist mit der Weste dahinter. Ja, ja, ja. Der diesen wunderschönen Herdblock designt, der eine Schweinekohle gekostet hat, sich nur schön anfassen lässt. Und das Einzige, was der kann hoch und runter fahren. Ansonsten hat er 4 Herdplatten, ein Wasserhahn, das war's. Was kostet so ein Koch, so ein Gastronom? Koch? Das kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber wir bewegen uns in den sechsstelligen Bereich rein. So langsam. Hallo. Und ich habe mir diesen Herd gekauft, weil ich den schön fand. Ich hatte aber kein Restaurant. So, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, dann brauchst du ja, irgendwann wird er in einem Laden mal stehen. Und dann gab es den Zufall, dass ich diese Fläche habe verhandeln dürfen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann miete ich mir diese Fläche an. Und das gesamte Restaurant baut sich so langsam um diesen Herd auf. Wie alt? Also genutzt wird er jetzt seit 2 Wochen. Aber haben tue ich ihn schon 2 Jahre. Ja, aber ist es ein alter Herd? Nein. Ganz modern. Das ist ein Hightech-Herd. Da kann man hoch und runter machen, kann man den machen. Ja. Entschuldigung. Warm und heiß. Und übrigens auch noch eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mal bei einem Kollegen, sehr lieben Kollegen von uns, aus der Sendung Laferlichter Lecker. Und es ist nicht der Lichter, also der andere Kollege, der hat auch einen höhenverstellbaren Herd zu Hause gehabt. Und hat ihn mir damals vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren mal präsentiert. Da war ich privat bei ihm zu Hause. Und hat er mir ganz stolz gezeigt, diesen Herdblock, den man hoch und runter fahren konnte. Ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Warum sollte man Herdblock hoch und runter? Verstehe ich auch bis heute nicht. Verstehe auch nicht bei dem. Aber ich finde es trotzdem geil, dass man es hat. Und dann fuhr er ihn runter und dann hat er ihn aber nicht mehr hochbekommen. Also den Herd. Den Herd. Und das endete damit in der Tatsache, dass unser allerliebster Schnauzbart und ich auf den Knien um diesen Herd drumherum gerobbt sind, um zu kochen für die Gäste, die da kommen. In der Ernst, ganz großartig. Aber generell, heute noch so, ja? Ja, aber generell ist es wirklich so, und ich hoffe, das kann ich mir noch lange, lange, lange beibehalten. Ich mag das. Das ist manchmal ein bisschen kritisch und das ist auch wirklich, ich brauche auch echt Berater um mich drumherum, also Kontrolleure und Gouvernanten und wirklich gute Leute, die dann an der richtigen Stelle auch wirklich sagen, Alarm, Alarm, weil sonst tauche ich irgendwann mal auf dem Stern letzte Seite auf. So, was macht eigentlich ja, und der danach, dicke Koch? Danach kommt das Dschungelcamp, ne? So scheiße finde ich das gar nicht. Ich ahne auch warum. Ist so. Ich sehe das mehr auf dem gesellschaftlichen, komödiantischen Level, aber es ist schon gute Fernsehunterhaltung, kann man sagen. Also ja, das ist ja was ganz anderes. Ich gucke das ganz gerne. Und seitdem auch die A-Promis mitmachen, ist es noch besser geworden. Mhm. Welche jetzt? Ich wollte gerade sagen. Ja gut, das war jetzt zynisch. Aber deshalb irgendwann mal, es ist doch gut, auch für uns beide zu wissen, dass wenn es in 10 Jahren beide nicht mehr läuft, du platzt aus deiner Krabbe. Nein. Kamtschatka. Fahren wir nach Kamtschatka und liefern die Post aus, Paul und ich. Tim, du hast ein Kochbuch gemacht. Ja. Möchtest du darüber reden? Das möchte ich sehr gerne. Vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich wirklich. Es ist ein schönes Ding, ne? Weil es ist so, dass sogar ich das kochen könnte. Das gefällt mir daran. Echt? Ja, sogar ich. Ich dachte, ich reich ein bisschen mehr. Nein. Es ist wahnsinnig schwer, an der Stelle über so ein eigenes Projekt zu reden, weil da ist ja wirklich viel Leidenschaft drin. Und wir haben dieses Buch gemacht, das heißt Die Küche.
Jetzt ist so ein bisschen Presse-Blabla. Also ich habe es wirklich mal genannt, mein persönlichstes Kochbuch, weil ich mich hinter nichts mehr verstecke und wirklich mich angreifbar mache durch die Einfachheit, durch die Klarheit, durch die Zurückhaltung des Kochens. Das heißt, man kann sagen, es ist manchmal sogar langweilig. Ich empfinde es aber nicht als langweilig, weil ich glaube, es ist die Essenz meines Kochens. So koche ich gerne. So, ich habe nicht überlegt, was, wie, wo, wer eventuell gerade hip finden könnte, sondern was kann jemand damit anfangen, der das Buch in die Hand nimmt und hat dieses Buch eventuell die Möglichkeit, die nächsten 10 Jahre zu überleben? Ist das nicht weil nur so ein temporärer? Ja auch Kochbücher, ne? Ich liebe Kochbücher. Wie viele hast du mittlerweile? Ich habe sie nicht alle gelesen natürlich, aber so um die 5.000, 6.000 Stück werden es inzwischen sein. Ja, super. Aber dieses Buch ist wirklich so, dass ich hoffe, dass es die nächsten 10 Jahre überlebt. Du kannst es, und wir haben jetzt gerade bald Weihnachten an der Stelle. Es ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, das ist sehr neutral. Wenn es keine persönliche Widmung trägt, kann man es auch sehr schön zweiter Hand mit dem Sexbuch erst gefressen, dann gevögelt. Ja. So, verkaufen wir vielleicht. Okay. Es gibt doch, das ist geil. Paul, pass auf. Beim Fressen wird auch gesoffen, das heißt, du bist auch noch spät auf. Was du nicht weißt, ist, Pauls Frau ist ein unglaublicher Fan von Kochsendungen, ne? Und Fan von Tim Mälzer. Meine Frau Hilde kocht, guckt wirklich immer Kochsendungen. Ne? Ich verstehe das ja nicht. Ne? Seit Jahren, es gibt ein paar gute. Ne? Du, ich sag das jetzt nicht, weil du hier bist. Aber mittlerweile so hat man das Gefühl, so die Koch-Avengers. Ne? Ja. Also jede Sendung, oh, hey, guck mal, hier morgen, der kocht auf 3 Platten gleichzeitig. Nein, doch, Wahnsinn. So, drehen die durch, kaufe ich mir eine Schürze von. Und das verstehe ich nicht, ne? dass sowas Profanes, die kochen. Ne? Hier sind ja auch andere Handwerker, Gaswasserinstallateure. Warum nicht mal zeigen, wie man live so ein Rohr verlegt? Und was? Hallo? Den Resttext spare ich mir jetzt. Ich wollte gerade noch sagen, Fett auf die Muffe und rein das Ding. Passen Sie auf. Verstehe ich wirklich nicht. Ne? Also, dass man sagt, okay, so ein paar, aber mittlerweile kocht ja jeder. Ne? Ja. Also, mir hat man immer gesagt, werd nicht Koch, schlechte Arbeitszeit, dauert Jahre, bis du mit Lebensmitteln in Berührung kommst. Mein Sohn, Bolle, glaubt bis heute, die Fischstäbchen werden so, wie sie aussehen, gefangen. Ne? Wo ich sag, so eckig, meint er, nein, nein, kommt durchs Netz. Aber da fragt man, wir wissen noch gar nichts mehr heute. Ne? Und da muss man sich entscheiden, was man für eine Kochsendung hat. Paul, ihr habt ja eine sehr lange und sehr spezielle Beziehung. Was ist das Geheimnis dieser Ehe? Guckt gemeinsam fern, habe ich irgendwo gelesen? Auch. Du hast uns ja beigebracht, nicht so viel Fernsehen gucken. Ne? Meine Frau guckt immer Rosamunde Pichler. Kennst du das? Rosamunde Pichler. Aber die kennen das. Ja, ja. Rosamunde Pichler, kurze Erklärung, spielt immer an der irischen Steilküste. Ne? Meistens steht eine junge Frau da und sagt, und daneben steht so ein Typ. Und dann kommst du, du liebst mich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Und dann kommt Werbung. Ne? Wir Männer gucken ja eher so Terminator, das kennst du aber, ne? Mit Arnie. Terminator. Ne? Ich will deine Klamotten, deine Schuhe und dein. So. Kann man die Sache nicht zusammenbringen? Arnold, ja, so ein Terminator in Rosamunde Pichler. Ne? Sie sagt, du liebst mich nicht. Und er schubst sie einfach runter. Kurz auf den Punkt. Also, wir müssen mehr Dinge zusammenbringen. Das meine ich damit. Paul, gibt eine tolle DVD von deinem aktuellen Programm Invasion der Verrückten. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Kleiner Ausschnitt. Große, große Halle. 15.000 Leute sind da drin. Bitte schön. Invasion. Aber meine, wenn ich das noch zu Ende führen darf. Mütter meinen es immer gut. Mütter meinen es immer gut, ne? Wollte ich damit nicht sagen. Ist immer nur Liebe im Spiel. Ne? Nicht unbedingt Sachkenntnis, aber immer Liebe. Und meine Mutter hat wirklich immer gesagt, wenn es mir schlecht geht, trink Milch, das beruhigt den Magen. Und letztes Jahr haben wir großen Urlaub gemacht, Amerika. Wir sind nach hier zu euch, Amerika. Eine der härtesten Einreisekontrollen überhaupt. Ja? Wir stehen in der Schlange, ich mit den Kindern. Meine Mutter stand 3 Schlangen weiter. Plötzlich sehe ich, wie sich so eine Gruppe von Texas Rangern um meine Mutter versammelt.
Absperrbänder wurden gespannt, Hunden wurden die Maulkörbe abgenommen. Meine Mutter hat wie versprochen keine Milch mitgenommen. Sie wollte schlau sein, sie hat Milchpulver eingepackt. Meine Mutter hat versucht, 9 Kilogramm weißes Pulver in die Vereinigten Staaten von Amerika einzuführen und sagt dann auch noch, ist nicht von mir, ist von meinem Sohn, der steht da drin. Unfassbar, unfassbar. Ja, war ein schöner Urlaub, war ein schöner Urlaub. Schöner Urlaub. Ich weiß jetzt auch, was ein Taser ist. Was ist ein Taser? Ja, hier so ein Elektroding, ne? Wo du sagst, hier, brauchst kein Licht mehr, 3 Tage leuchtest du selber. Bist du wieder wach. Sag, in Invasion der Verrückten geht es ja auch um das zivilisatorische Verhältnis und nach links und rechts. Also Nachbarn ist so ein Stichwort. Ich sage ja immer, Invasion klingt ja erstmal so aus dem All, ja? Aber ja, verrückt, wir Menschen sind verrückt und das ist aber was Gutes. Ja. Wir Menschen sind nur deshalb so weit gekommen, weil wir einen Dachschaden haben. Die Frage ist nur, bei wem regnet es schon rein? So, und jetzt guckt ihr, und da komme ich auf den Tim. Der Tim hat einen Vollschuss, aber so schön, so sympathisch. Und das bringt uns Menschen weiter, ja? Guck mal, jeder von uns kennt einen Verrückten. Denk mal an deine Nachbarschaft, ja? Jeder kennt einen Verrückten, außer die, die heute mit Nachbar hier sind. Ne? Die sagen jetzt, hey, wovon redet der Typ? Ja, aber es gibt nur, wir hatten schon so viele verrückte Menschen. Ja? Hier, die Nachbarn, die plötzlich glauben, einer inneren Eingebung folgend, ein Musikinstrument lernen zu müssen. Kennst du? Wir hatten so einen Nachbarn. Ich sitze abends, kurze Geschichte, ich sitze abends vorm Fernseher, mein Absinth und ich. Plötzlich fängt unser Nachbar an. Ich sag, Hilde, bist du das? Am ersten Abend noch interessant, aber nach 4 Wochen drehst du durch. Ich habe ihn getroffen, ich sag, hör mal, wenn du Geld für eine dritte Taste brauchst. Ruf mich an, ja, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir sind alle verrückt und das ist gut so. Kann man die so unterteilen? Gibt's so eine Typologie von Nachbarn? Es gibt die Netten, die Freundlichen, die Superfreundlichen, die viel zu Freundlichen, die eine Stunde, nachdem sie eingezogen sind, bei dir vor der Tür stehen und sagen, sollen wir grillen, sollen wir grillen, sollen wir grillen? Wo du irgendwann sagst, können wir warten, bis der Schneematsch weg ist. Ja, also, wirklich so extrem Verrückte. Und nur selten, ich weiß nicht, wie das euch geht, dann zieht man ein Pärchen ein, sie ist nett, er ist nett, du denkst, alle sind nett. Und dann? Kommen die Kinder. Dann kommen die Kinder, kleine, miese, 15-jährige, Mofa-fahrende, Shisha-rauchende Bengel, stehen abends unter meinem Fenster und, jetzt weißt du Bescheid, knutschen. Machen Geräusche, wo ich denke, da kommt was die Hauswand hochgekrochen. Sogar meine Frau ist wach geworden und sagt, was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, das sind die Schnecken im Salatschlag. Was soll ich meiner Frau denn sagen, wenn sowas abläuft? Das reinste Sodom und Angora. Unfassbar, unfassbar. Ja. Und dann, kurz, darf ich das noch ausführen? Bitte. Wir haben ja überzogen. Wir haben einen Gartenteich hinten, hinter ein Haus. Und dann gehe am nächsten Tag mal hinter das Haus. Überall Müll. Leere Flaschen, Dutzen. Kondome. Was? Kondome? Kondome? Was? Kondome. Ah, Hilde hat mal so einen Luftballon gefunden. Mit Spucke drin. Ja, und sagt noch, was ist das? Ich sag, das ist ein Froschleich, leg ihn zurück, sonst schlüpfen die nicht. Jetzt weiß ich, das könnte es natürlich sein. Da könntest du recht haben. Wir haben übrigens noch ein Zimmer frei, wenn du Zeit hast. Hat sie nicht gehört. Ja, was? Ja, herrlich. Paul Panzer, meine Damen und Herren. Danke sehr. Oh Mann. Also, ich danke euch, danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Hajo Schumacher, bei Wolfram Weimer, bei Paul Panzer, bei Tim Melzer und bei einer Unverwüstlichen, bei Dr. Ruth Westheimer. Herzlichen Dank, das hat Spaß gemacht. Und das zu Kollegen von heute. Bis dann. Dankeschön. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind.
Schönen Abend Ihnen zu Hause, selbstverständlich auch und natürlich auch Ihnen hier im Studio. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir am Beginn dieses sehr bewegten Jahres etwas ganz Besonderes machen wollen. Und zwar mit zwei Männern, die exzellente Politikerklärer sind. Deshalb wir mit Ihnen beiden heute ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen wollen. Schon in seinem allerersten Buch, nämlich in seiner Doktorarbeit, hat er sich damals mit Frau Merkels Gespür für Macht beschäftigt. Sein letzter Bestseller wiederum heißt Restlaufzeit, was nichts mit Angela Merkel zu tun hat. Mit Blick auf die neuerliche Kanzlerkandidatur warnt er, die letzte Amtszeit von Langzeitkanzlern wird immer schrecklich, denn Kanzlerjahre zählen wie Hundejahre, nämlich siebenfach. Er wiederum ist mit Blick auf dieses irre Jahr mit dem sehr schönen Satz zu zitieren, Achtung, mich erschüttert immer noch, dass da in Amerika jetzt einer Präsident ist, dem man in Deutschland nicht mal einen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Und er sagt mit Blick auf Deutschland, die Gesellschaft ist polarisiert wie seit Ende der 60er Jahre nicht mehr. Herzlich willkommen Hajo Schumacher und dem Verleger Wolfram Weimar. Freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Ja, dann ein Mann bei uns zu Gast, der... Ein Mann bei uns zu Gast, der mal gesagt hat, immer wenn ich einsam bin, dann backe ich Käsekuchen und hole mir das Gefühl von zu Hause zurück. Ja. Dabei kann er gar nicht backen, wie wir alle wissen, aber darum geht's auch gar nicht. Nein, es geht um die Frage, ob einer wie er das überhaupt kann, so zu Hause rumsetzen. Denn unter allen Hyperaktiven ist er der Hyperaktivste, macht Kochbücher, jetzt gerade wieder, macht Fernsehsendungen, hat sich mittlerweile ein richtiges Kochimperium aufgebaut, inklusive des Versuchs, ein Restaurant in New York zu eröffnen. Das ging katastrophal daneben. Und auf die Frage, was denn der Fehler gewesen sein, gab er die schöne Antwort, der Fehler bin immer ich. Herzlich willkommen, Tim Melzer. Ehrlich. So, und dann ein sehr ungewöhnlicher Mann bei uns, der mal Postflieger in Kamtschatka werden wollte. Glücklicherweise wohnt da kaum einer, also kein Beruf wirklich mit Zukunft, weshalb er beschloss, Philosoph zu werden. Wenn er auf der Bühne steht, um die Welt zu erklären, kommen an manchen Abenden bis zu 15.000 Menschen. Titel des aktuellen Programms, die Invasion der Verrückten, was keine Anspielung auf Donald Trump ist. Stattdessen bringt er den Leuten die Welt der Physik zum Beispiel näher und erklärt so verrückte Sachen wie den Parabelflug. Zitat, du kannst nicht beim Schützenfest hinterm Zelt bis zum Mond pinkeln, denn irgendwann holt dich die Erdanziehung ein. Das ist Parabelflug. Herzlich willkommen, Paul Panzer. Freue mich sehr. So, und von Paul Panzer stammt übrigens auch der interessante Satz, als Frauen anfingen nachzufragen, ging's bergab. Die Frage ist nur, für wen? Denn als sie anfing nachzufragen, ging es erst richtig los und den Amis verging Hören und Sehen. Eine Radiosendung machte sie zur berühmtesten Sexualtherapeutin der Welt. Niemand hatte jemals vorher so direkt über Sex gesprochen wie sie. Sex ist eine Pflicht und zwar eine Pflicht des Ehemannes, lautet ihre wichtigste Regel. Und es gibt eine wunderbare Anekdote, als eines Tages Bianca Jagger zu Gast war, fragte sie, wer ist Bianca Jagger? Antwort, die Frau von Mick Jagger. Frage von ihr, wer ist Mick Jagger? Herzlich willkommen also einer Frau, deren Start ins Leben schwer war und die deshalb so wurde, wie sie ist, Dr. Ruth Westheimer. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herrlich. Oh, großartig. Also, bevor wir gleich über Politik reden, schönen guten Abend nochmal. Freue mich wirklich sehr, dass Sie alle da seid. Und ich muss gleich zu Beginn eine Warnung an Sie loswerden, Frau Wester. Es wird sehr hart zwischen diesen beiden Herren heute hier. Das ist ein Wahnsinn. Speziell vor ihm sollten Sie sich in Acht nehmen. Hab ich schon gemerkt. Haben Sie schon gemerkt? Ziehen Sie die Jacke aus, damit man das Hemd sieht. Ja? Ja. Möchten Sie das? Ja. Aber nein. Nur die Jacke. Nur die Jacke? Ja, nicht sonst. Mehr hätte ich auch nicht. Nur die Jacke, ja? Okay, da ist noch ein Mikrofon dran.
Symptom mehr. Sehr einfach zu begeistern, das Publikum hier heute. Ja. Aber Frau Westheimer, darf ich fragen, warum Sie dieses Hemd so fasziniert? Es ist von ausnehmender Hässlichkeit, das muss man sagen. Weil er den Mut hat, so ein so was Hässliches zu tragen. Nein, es ist gar nicht hässlich. Es ist sehr schön und es ist mal was anderes. Es ist nicht mit Krawatte. Ja, das ist sehr schön. Die erste Frau, die das verstanden hat. Ja, absolut. Dafür muss man 88 Jahre alt sein. Mit 88 erträgt man auch solche Hemden, das verstehe ich gut. Also freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Extra aus New York zu uns gekommen. 88 Jahre alt ist diese Frau, die hier heute bei uns sitzt. Das sollten wir noch mal würdigen. Und ich würde gerne gleich zu Beginn Wolfram Weimar und Hajo Schumacher fragen. Was war es für Sie beide, vielleicht für Sie gleich zu Beginn, Herr Weimar, was war für Sie das Bedeutendste, wenn wir ein bisschen zurückblicken, politische Ereignis dieses Jahres? Naja, es war für uns Medienleute kein einfaches Jahr, weil das folgte irgendwie so nach dem alten Spruch von Nestroy. Wir hörten immer das Gras wachsen, in das wir hinterher beißen mussten. Und wir lagen häufig mit unseren Prognosen falsch. Und natürlich war das wichtigste weltpolitische Ereignis die Wahl von Donald Trump. Sie haben das ja angedeutet. Aber das ist schon eingebettet in einen globalen Rechtsrock. Ich glaube, wenn man hinterher fragt, was bleibt von diesem Jahr, dann war das fast eine historische Zäsur, denn alles, was wir erlebt haben, Brexit, AfD-Erfolge, Le Pen, Ungarn, Polen, ganz Europa kippt so ein bisschen nach rechts, dann ist das ein globaler Rechtsruck. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, worunter man dieses Jahr subsumieren kann. Und vielleicht wird man später mal sagen, wenn man so an 1968 zurückdenkt, das war irgendwie das Schlüsseljahr einer linken Bewegung. Das glaube ich, die Konservativen sagen 2016, das war unser Jahr. So das Erweckungserlebnis sozusagen. Ja. Sehen Sie das genauso, Herr Schumacher? Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit den globalen Riesenzusammenfassungen und Erklärungen. Aber lass uns dann vielleicht die anders fragen. Die gute Nachricht ist ja erstmal auch politisch. Hey, es geht weiter. Ja, wir haben mindestens 5-mal in diesem Jahr gehört, dass die Welt untergeht. Und die Sonne ging immer wieder auf. Und sie ging immer wieder auf. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieses Jahr jetzt ein besonderes ist. Das nächste wird womöglich noch viel spannender. Und ich werde